Die Sommertour 2016 der Rennsteigbahn führte wieder nach Skandinavien. Es soll in diesem Jahr eine besondere Reise werden, eine Rundtour durch Schweden. Die Reise beginnt am frühen Morgen in Ilmenau mit dem traditionellen Gruppenbild der Mannschaft der Rennsteigbahn, die für den Erfolg dieser Reise steht. Erwartungsvoll steigen die Fahrgäste in den Sonderzug ein, der insgesamt am Ende der Reise 5.800 Kilometer zurückgelegt haben wird. In Erfurt wechselt die Zuglok. Die BR213 der Rennsteigbahn wird abgekoppelt und eine E-Lok der Baureihe 211, ehemals E11 der Deutschen Reichsbahn, wird den Nostalgie-Reisezug über Bitterfeld und Berlin bis nach Sassnitz ziehen. Der Sonderzug erreicht nach knapp 8 Stunden Fahrzeit den Fährhafen in Sassnitz. Er ist zusammengestellt aus 3 erste Klasse A-Wagen, 2 Speisewagen sowie ein Salon und ein Lagerwagen. Bevor unser Zug auf das Schiff verladen wird, bleibt noch ein wenig Zeit, sich im Hafen umzuschauen. Für großes Interesse und traurigen Anblick zugleich sorgten die massenhaft abgestellten E-Loks der Baureihe 155 sowie etliche Nahverkehrspersonenwagen. Das Schicksal dieser Fahrzeuge wird wohl besiegelt sein. Die Strecke, die heute zurückgelegt wird, führt nach Ankunft in Trelleborg über Mjölby nach Östersund. Ein Zwischenstopp wird am Morgen in Mura eingelegt werden. Und jetzt geht es los, das Reiseabenteuer, die Rundtour durch Schweden. Unser Zug verschwindet im Bauch des Fährschiffes Sassnitz der Stena Line. Die 4-stündige Überfahrt hält für die Urlauber der Rennsteigbahn eine kleine Überraschung parat. Wir dürfen die Kommandobrücke des Fährschiffes Sassnitz während der Überfahrt nach Schweden besichtigen. Der wachhabende Schiffsoffizier empfängt uns freundlich. Wir staunten nicht schlecht, der Offizier bedient das Schiff während der Überfahrt nahezu allein. Es beeindruckt die moderne Technik, mit der dieser Fährriese gesteuert wird. Moderne Computertechnik heißt das Zauberwort. Zahlreiche Bildschirme helfen, die Technik an Bord mit zu überwachen. Geduldig werden alle Fragen beantwortet. Wir verabschieden uns, denn die Küste ist in Sichtweite. Wir haben den Zielhafen im schwedischen Trelleborg erreicht. Die Fährüberfahrt ist übrigens die kürzeste Verbindung zwischen Deutschland und Schweden mit nur 60 Seemeilen Entfernung. Diese Fährlinie gibt es seit 1909 und ist bekannt unter dem Namen Königslinie. Im Hafen erwartet uns wieder der Rangiertraktor. Er wird den Zug auf das schwedische Festland und in den Fährbahnhof Trelleborg rangieren. Hier erwarten uns bereits die Freunde der Bergslagernas Jan Wegselskap
mit den schwedischen Nostalgie-Schlafwagen inklusive der Zuglok eine MA403, Baujahr 1953. Dem Zug werden jetzt die schwedischen Schlafwagen beigestellt. Die Loks der Baureihe MA403 sind reine Güterzugloks, obwohl sie auch hin und wieder vor Personenzügen zum Einsatz kamen. Alle MAs wurden hauptsächlich vor den Erzzügen zwischen Grängesberg und Öxelsund eingesetzt. Pünktlich am Abend verlassen wir dann Trelleborg. Wir fahren in die Nacht und freuen uns auf den ersten Stopp in Mora. Bei herrlichstem Wetter erreichen wir am Morgen Mora. Die Stadt liegt am nördlichen Ende des Siljansees, den wir gerade über eine Stahlträgerbrücke überqueren. Mora ist Endstation der Dalabanan, einer Bahnstrecke von Stockholm über Uppsala, und ist auch der südliche Endpunkt der Inlandsbanan, die von hier aus nach Norden in Richtung Östersund und Gällivare verläuft. Unser Zug wird zur Weiterreise umrangiert. Unsere MA403 sehen wir erst ab Gällivare wieder. Als Zuglok bekommen wir ab hier eine Diesellok, eine Nohab TMZ 109. Wir nutzen aber jetzt die freie Zeit zu einer kleinen Stadterkundung. Der Weg zur Stadt führt am Siljansee vorbei. Direkt am See ist eine Dampflok als Denkmalslok aufgestellt. Es ist eine B1282 der SJ. Sie erinnert an bessere Zeiten, wo noch Dampfloks auf der Inlandsbahn unterwegs waren. Die Stadt Mora befindet sich in der Provinz Dalarna am Nordende des besagten Siljansee. Es ist der siebtgrößte See Schwedens. Der Siljansee ist 290 Quadratkilometer groß und bis zu 134 Meter tief. Entstanden ist er vor rund 370 Millionen Jahren, als ein Asteroid an dieser Stelle einschlug. Der Ortsname selbst stammt vom altschwedischen Wort Mur ab, was in etwa Wald auf feuchtem Untergrund bedeutet. Mura strahlt den Charme einer schwedischen Gemeinde aus, wie man es aus Reiseberichten kennt. Hier kann man die alten typischen Holzhäuser verschiedener Bauepochen bewundern, die im traditionellen Schwedenrot leuchten. Mora ist auch Zielort des jährlich stattfindenden Wasalaufes. Der Wasalauf ist einer der größten Skilanglaufveranstaltungen der Welt. Der Hauptlauf wird jedes Jahr am ersten Wochenende im März zwischen den Orten Selen und Mora auf den Vasalopsleden über 90 Kilometer in klassischer Technik ausgetragen. Das Rennen wird seit 1922 veranstaltet. Der Vasalauf war eine Idee des Zeitungsredakteurs Anders Persch. Damit wollte er an die historische Flucht von Gustav I. Vasa auf Skiern vor den Soldaten des dänischen Königs Christian II. Im Jahre 1521 erinnern.
doch noch Streckenteile, die nicht elektrifiziert sind. Und so wird unsere Fahrt jetzt hier los auf der Himmelfahrt. Viel Spaß, ich wünsche euch das Team der Rennstrecke. Am Mittag setzt sich unser Zug wieder in Bewegung zum Reiseendpunkt des Tages, Österschund. Gezogen werden wir von der Diesellok TMZ 109 und wir fahren ab jetzt auf der historischen Route der Inlandsbahn. Die Inlandsbahn gilt als eine der schönsten Eisenbahnstrecken Europas. Das wird eine Herausforderung für das Filmteam, aber auch der Reisenden an Bord des Sonderzuges. Eine Fotosafari durch wildromantische, wasserreiche Seen und Berglandschaften. Kurz vor Svee überquert der Sonderzug den Fluss Ljusnan auf der Mankellbrunn, so wird die Brücke genannt, um kurz darauf den kleinen, aber feinen Bahnhof von Svee zu erreichen. Wer jetzt Mankell herausgehört hat und das mit dem bekannten Krimi-Schriftsteller Henning Mankell in Verbindung bringt, liegt völlig richtig. Mankell ist in Svee aufgewachsen. Zu Ehren Mankells erhielt die Brücke im Jahr 2006 den Namen Mankellbrunn. In Svee gibt es auch Gelegenheit, den kompletten Zug in einer Scheinanfahrt abzulichten. Es beeindruckt die Länge des Zuges und der Sound unserer Zuglok. Die TMZ 109 ist eine Nohab-Diesellok. Gebaut wurden sie zwischen 1967 und 1977 und haben eine Leistung von 2426 kW und waren bis zu 143 km/h schnell. Aus dem Salonwagen klingen Klänge, die an ein Stadion erinnern.
Richtig, es ist ja auch Fußball-WM-Zeit. Man hat die Qual der Wahl. Landschaft oder Fußball. Eine große Runde Fußballbegeisterter hat sich für Fußball entschieden, dieses Spektakel im Zug live zu verfolgen. Mit Abpfiff des Spiels kommen wir in Östersund an. So, meine Damen und Herren, wir haben den heutigen Etappenort erreicht, Östersund Zentral, soeben angekommen. Nach dem Einchecken im Hotel brechen wir zu einer kleinen Stadterkundung auf. Die Stadt Östersund liegt in der schwedischen Provinz Jämtland. Sie hat ca. 45.000 Einwohner und ist die letzte große Stadt auf dem Weg Richtung Norden. Östersund liegt am Storsjönsee, der zum Verweilen einlädt. Und das nicht nur im Sommer, denn diese Badeanstalt ist nichts für Weicheier. Das Stadtzentrum bietet alles, was man von einer Stadt erwartet, wie Bars, Kneipen, Restaurants, Einkaufszentren und Geschäfte. Am Rande der Stadt finden Sie die üblichen Wohn- und Industriegebiete. Östersund wurde rasterförmig angelegt, die Straßen in Nord-Süd-Richtung und die Gassen in Ost-West-Richtung. Die genannten Gassen haben teilweise eine beachtliche Neigung und werden oft als Fenster nach Westen bezeichnet. Viele der alten Häuser sind in ihrer Bauweise dem starken Gefälle angepasst. Der zentrale Platz Östersunds ist das Stortorget. Der Platz liegt mitten im Zentrum und von hier aus erreicht man auch alle vier Wohnviertel. Nach dem Pflasterlatschen sind auch wir geschafft und sind gespannt auf den neuen Tag. Und der verspricht laut Reiseprogramm viel Abwechslung und wird ein Foto- und Filmleckerbissen werden. Eine schwedische Dampflok wird ab Huting kurz nach Östersund die Führung des Zuges übernehmen und uns ein großes Stück des Weges bis in den südlichen Teil von Lappland begleiten. Nach Überquerung des Polarkreises ist dann das Tagesziel Gällivare. Im Bahnhof von Östersund bleibt noch Zeit bis zur Bereitstellung unseres Zuges. Das nutzen natürlich alle, um einige Aufnahmen von Zügen, Lokomotiven oder auch Sonderfahrzeugen zu machen.
nochmal zum allgemeinen Verständnis. Das mit den ABBA-Texten war natürlich ein Joke, aber wir suchen jetzt danach. Wollten ja einige. Dann habe ich hier noch eine Information des Speisewagenpersonals. Aufgrund des schlechten Wetters bleibt die Terrasse heute geschlossen. Ja, also heute nur Verkauf in den Speisewagen. Die Terrasse bleibt heute während der Fahrt geschlossen. In Huting wartet schon unsere Dampflok. Es ist vom Typ eine E-957. Die schwedische Dampflokomotive E war eine Lokomotive für den schweren Personenzug und Güterverkehr. Nun musste sich die alte Dame also an unserem schweren Sonderzug beweisen und zeigen, was in ihr steckt. Zur Schubunterstützung wurde unsere Nohab-Diesellok TMZ 109 angekoppelt. Gespannt warten wir auf die Ausfahrt. Nach einer kleinen Anlaufschwierigkeit hatte Daver die Bremsen nicht gelöst, ging es mit kräftigen Auspuffschlägen los. Wir begleiten unseren Zug auf dem Landweg und haben diesen akustischen Augenschmaus eingefangen. Was heißen soll, wir überlassen jetzt das Feld den Bildern und dem Dampflok-Sound. Thank you.
Nach kurzer Fahrt am Stor Skilsjön ist wieder eine Scheinanfahrt zur Freude der Fotografen geplant. Doch hoppla, der Weg ist das Ziel und nicht so einfach zu meistern. Und weiter schlängelt sich der Zug entlang der traumhaften Flusslandschaft des Rörströms Elven. Auch diese Bilder sind wieder eine akustische Augenweide. Thank you.
Am Nachmittag klingt aus dem Salonwagen Pianomusik. Weitere Überraschung. Wir haben einen Klavierspieler an Bord, der im Salonwagen nicht nur an den Abenden für das besondere Flair sorgen wird. Vorbeiziehende Landschaft und romantische Pianomusik. Was kann es Schöneres geben? Kurzer Zwischenstopp in Wilhelmina. Und wir werden überschwänglich von Vertretern des Ortes zwei junge Damen in einem Volvo begrüßt. Diese Szene spielt sich aber 9-mal in Folge ab. Wir fahren weiter bis zum Fluss Woimann, um auf ganz ungewöhnliche Weise die Vorräte an Wasser für unsere Dampflok zu ergänzen. Der Woimann ist ein linker Nebenfluss des Ångermanälven in der schwedischen Provinz Västerbotten. Klar, dass mit diesem außergewöhnlichen Stopp es niemanden im Zug festhält. Das muss man gesehen haben. Die Dampflok mit dieser Kulisse wird umlagert wie ein Star. Wir fahren weiter Richtung Polarkreis, den wir am frühen Morgen erreichen werden. Derweil bahnt sich im Zug eine Feier an. Die Geburtstagsfeier eines Kollegen des schwedischen Teams, der Bergslagernas Järnvägssällskap. Und Tommy hat nichts geahnt. Ganz großer Bahnhof für ihn. Alles Gute zum wohlverdienten Ruhestand. Ja. Und damit du nicht aufhörst, dem Eisenbahnverein treu zu bleiben. Denken wir dir vorsichtshalber erstmal eine Weste von der Rennsteigkommission. Und natürlich auch was für die schönen Stunden. Alles Gute, vor allem Gesundheit von uns allen. Mit der anschließenden Singebewegung ganz neu definiert, an der alle im Salonwagen viel Freude hatten, ging es in die Nacht.
Am Morgen ist es soweit, wir haben den Polarkreis erreicht. Das hieß vorher noch Wecker stellen und ganz früh aufstehen. Keiner wollte sich das Ereignis entgehen lassen, wenn zunächst auch erst auf der falschen Seite des Zuges ausgestiegen wurde. Kann in der Aufregung des Momentes schon mal passieren. Schöne Bilder gab es aber trotzdem von drüben und hüben. Die musikalische Verarbeitung dieses Momentes am Polarkreis nach dem Kopfstand unseres Pianomähen konnte sich auch hören lassen. Der nächste Halt des Zuges ist an der unmittelbar am Polarkreis gelegenen Station Jokkmokk. Hier müssen wir die Zugkreuzung eines zweiteiligen Triebwagens der Baureihe Y1 der Inlandsbahn abwarten. Die Reise auf der Inlandsbahn geht weiter dem nächsten Ziel entgegen, Porjus. Thank you.
Wir parken unseren Zug direkt vor dem ältesten Kraftwerk Schwedens, wo auch eine Besichtigung vorgesehen ist. Porjus ist eine Ortschaft der Provinz Norrbotten. Der Ort entstand im Zusammenhang mit dem Bau des hier befindlichen Wasserkraftwerkes in den Jahren 1910 bis 1915. Zwischen 1971 und 1982 entstand ein neues Kraftwerk. Dieses ist heute das drittgrößte Wasserkraftwerk der Firma Vattenfall mit einer jährlichen Leistung von 1233 Gigawattstunden. Der ursprüngliche Zweck des Wasserkraftwerkes war die Elektrifizierung der Erzbahn von Luleå nach Narvik. Das alte Kraftwerk ist heute Museum und beherbergt unter anderem ein Ausbildungsaggregat und ein Forschungsaggregat. Am Mittag geht unsere Fahrt Richtung Norden weiter. Ziel ist die Stadt Gällivare in Lappland. Bis nach Gällivare haben wir uns für eine Mitfahrt auf dem Führerstand dieser Lok einquartiert. Wir wollten diese Lok, die TMZ 109, auch mal hautnah spüren. Bevor wir aber Porjus verlassen, war noch eine Scheinanfahrt am Haltepunkt vorgesehen. Das hieß für die Fotografen aussteigen. Und dann kommt sie wieder, unsere NOHAB, mit dem tiefen Sound und dem Zug am Haken. Man kann sich nicht genug satt sehen und hören, wenn die Wagenschlange mit dem typischen Geklapper vorbeizieht. Nostalgie pur. Det är lättare sagt än gjort. Thank you.
Es zieht wieder die wildromantische Landschaft vorüber. V-Max lag immer irgendwo zwischen 40 und 60 km/h. Naja, bei der Gleislage wäre alles andere halsbrecherisch. Und es kommt für den Norden typisch, immer wieder zu Begegnung mit, nein, hier mal nicht mit Elchen, sondern mit Rentieren. Ein Vertreter war wohl besonders stur und er wollte es wahrscheinlich darauf ankommen lassen. Er setzte unaufgeregt seinen Schienenweg fort. Das Signalhorn der Diesellok stört ihn offensichtlich überhaupt nicht. Herausgehen, reinen. Abendbrot läuft ja. Da. So. Behalten wir eine reelle Plattform da. Am Nachmittag rollen wir in Gällivare ein. Bedeutung hat Gällivare als Verkehrsknotenpunkt der Erzbahn Luleå, Gällivare, Kiruna, Narvik und der hier endenden Inlandsbahn. Gällivare liegt in der nordschwedischen Provinz Norrbotten, Lappland und 70 Kilometer nördlich des Polarkreises in einer subarktischen Klimazone. Die Durchschnittstemperatur liegt von Oktober bis April unter 0 Grad Celsius. Nach individueller Freizeit werden wir noch am Abend auf den Hausberg der Stadt fahren, den Dundret. Die Stadt präsentiert sich aus einer Mischung zwischen zweckmäßig und modern. Als Sehenswürdigkeit wird die alte Kirche ausgewiesen. Hingucker ist jedoch der Bahnhof. Der im Blockhausstil erbaute Bahnhof hat auch einen Preis als schönster schwedischer Bahnhof erhalten. Und dem kann man nur zustimmen. Am Abend fahren wir auf den Hausberg von Gällivare, den 823 Meter hohen Dundret. Der Berg ist seit 1970 ein Naturreservat. Er ragt über die Baumgrenze hinaus, die dort bei etwa 700 Metern verläuft. Der Dundret bietet in den vier Wochen um die Zeit der Sommersonnenwende einen fantastischen Blick auf das Gebiet um Gällivare und auf die Mitternachtssonne. Von hier oben kann man ein Elftel Schwedens überblicken. Warum hat man in dem Moment das Gefühl, ganz klein zu sein?
Am nächsten Morgen fahren wir nach Wassijaure weiter. Und wieder beeindruckt die einrollende, nicht enden wollende Wagenschlange unseres Zuges. Zuglok ist wieder die MA403 des BJS. Klar, hier hängt ja auch wieder Oberleitung. Doch bevor wir Schwedens nördlichsten Bahnhof Wassijaure erreichen, machen wir zuvor Halt in Schwedens nördlichster Stadt, in Kiruna. Und hier besuchen wir die weltweit größte unterirdische Eisenerzgrube. Im gemächlichen Tempo verlassen wir Gällivare. Kurz darauf fahren wir wieder durch schier endlose Wälder. Währenddessen trifft sich die Mannschaft der Rennsteigbahn im Salonwagen zur alltäglichen morgendlichen Besprechung. Und da ist sie wieder, unsere bekannte Stimme mit den Infos zum Tage. Etwa anderthalb Stunden Zugfahrt liegen jetzt noch vor uns und dann werden wir auch schon wieder unseren Zug verlassen. Wir werden uns die Mine in Kiruna angucken, die Eisenerzgrube, die größte Eisenerzgrube. Derweil versorgt Franzi mit einem lustigen Spruch auf den Lippen und guter Laune mit dem rollenden Barwagen die Fahrgäste. Ein Blick aus dem Abteilfenster zeigt, dass wir uns dem ersten Etappenziel Kiruna nähern. Bei der Einfahrt in den Bahnhof von Kiruna treffen wir gleich auf den Vertreter einer typischen Erzbahnlok, den MTAP Aioreloks. Hersteller ist Atrans Bombardier. Ein Leckerbissen für die Lokfans. Wir sind in Kiruna angekommen. Am Bahnhof nehmen wir Platz in bereitgestellte Busse der LKAP, die uns unter Tage zur Besichtigung der Mine bringen werden. Die Feuerwehr von Kiruna stillt derweil den Wasserdurst der Speise- und Schlafwagen. Perfekte Organisation ist eben alles. Von nun an ging es bergab bis auf 540 Meter unter die Erde. Hier ist die LKAP-Infomine für Besucher eingerichtet. Nach dem obligatorischen Helmfassen geht es erstmal ins Kino zur allgemeinen Info und der Präsentation des Werbefilms der LKAP.
LCAP ist die Abkürzung für Nusovara Kirunovara Aktiebolag und ist ein schwedisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Luleå und ist zu 100% im Besitz des schwedischen Staates. Das wichtigste und größte Bergwerk der LCAP ist die Eisenerzgrube Kiruna. Jährlich werden 33 Millionen Tonnen Roherz aus der Grube gefördert. Nach diesen allgemeinen Infos geht es über zahlreiche Gänge und Tunnel, wo die Arbeit unter Tage anschaulich gezeigt und ausführlich erklärt wird. Während der Führung bekommt man viele Maschinen und Werkzeuge der Grubenarbeiter zu sehen. Man darf fast alles anfassen und sogar in die eine oder andere Maschine hineinsteigen. Wer möchte, kann sich anschließend noch eine kleine Tüte der Eisenpellets als Souvenir mit nach Hause nehmen. Die Besichtigung im Bergwerksmuseum demonstriert anschaulich die beschwerliche Arbeit der Bergleute des vergangenen Jahrhunderts. Nach gut 2 Stunden unter Tage geht es dann wieder zurück ans Tageslicht. Wir nutzen die verbleibende Zeit bis zur Abfahrt des Zuges, Kiruna zu erkunden. Dass sie schön sei, wird niemand behaupten können. Doch faszinierend ist sie, die Stadt Schneehuhn. Das ist die deutsche Übersetzung für das samische Wort Kiruna. Kiruna liegt gut 140 Kilometer nördlich des Polarkreises und ist flächenmäßig die größte Stadt der Erde. Nicht erschrecken, man ist in Kiruna schnell durch. 18.000 Einwohner, H&M in der Fußgängerzone, eine historische Kirche, ein Uhrturm als Wahrzeichen und seit ein paar Jahren ein Eishotel. Bedingt durch den Bergbau ist jedoch der Standort der Stadt gefährdet. Weil die Mine sich immer weiter Richtung Stadtkern frisst, hat die Stadt sich entschlossen, umzuziehen. Etwa 3 Kilometer östlich. Der Uhrturm, ein paar historische Häuser und die Kirche ziehen mit. Rathaus, Marktplatz und Wohnhäuser sollen neu gebaut werden. Die Versuche, rollende Erzzüge aufzunehmen, scheiterten immer an einem Detail. Entweder man stand an der falschen Stelle oder hatte die Kamera zu spät eingeschalten. Aber irgendwie bekam man dann doch noch einige auf Film und Foto gebannt. Ja.
Der zweite Teil der Tagesreise geht weiter nach Vassijaure. Es ist Schwedens nördlichster Bahnhof, direkt an der Grenze zu Norwegen gelegen. Die Panoramafahrt bis zur Grenze und die Rückfahrt unter der Mitternachtssonne wird für alle Fahrgäste das bleibende, unwiederbringliche Erlebnis sein. Es sei denn, man fährt nochmal hin. Im Grenzbahnhof werden die Lokomotiven umgespannt. Geplant war auch danach eine Sperrfahrt auf das norwegische Gebiet zu machen, um eventuell einen kleinen Blick auf Narvik zu erhaschen. Das Umspannen der Loks war beendet und ich wartete mit der Kamera auf den Zug. Ich fühlte mich wie der kleine Steinhaufen da oben auf dem Fels, trotzte Bataillone von Mücken und der Zug wäre fast ohne mich abgefahren. Sperrfahrt fiel aus, Kameramann fast vergessen. Aber Ende gut, alles gut. Ab jetzt genießen wir die Fahrt mit der Mitternachtssonne, den ständig wechselnden Farben und Landschaften. Wahrlich ein unglaubliches Naturschauspiel im Wechselbad der Gefühle. Thank you.
Die Nacht war kurz, aber schön und der Zug rollte weiter in Richtung Süden. Halt des Tages ist die Universitätsstadt Ulea. Nach einer Nachtfahrt erreichen wir am nächsten Morgen dann Stockholm. Hier angekommen stand die Besichtigung eines Eisenbahnmuseums auf dem Plan und der begann mit einer traurigen Mitteilung. Museumshallen der Malmbananensvenner abgebrannt. Schaden geht ins Unermessliche. Wie kann man auch historisches Gut in Geld aufwiegen? Diese Bilder zeugen davon, dass alles Material dem Raub der Flammen zum Opfer gefallen ist. Die Sammlung umfasste 20 Loks, ca. 70 Wagen und weiteres Zubehör. Die abgebrannten Hallen dienten im Zweiten Weltkrieg der Versorgung deutscher Truppen. Man vermutet einen politisch motivierten Anschlag. Das neue Eisenbahnmuseum befindet sich 6 Kilometer vom Zentrum Luleå entfernt. Das Museum wird von den Freunden der Malmbahn betrieben. Der Schwerpunkt des Museums ist die Erhaltung von Fahrzeugen, die auf der Erzbahn Malmbert, Kiruna, Narvik unterwegs waren. Neben zwei Fahrzeughallen gibt es auch ein großes Freigelände. Hier sind zum Beispiel in historischer Reihenfolge Lokomotiven, Sonderfahrzeuge, Erzbahn sowie Güterwagen aller Epochen zusammengestellt. Im Museumsgebäude selbst findet man noch Interessantes zur Geschichte und Fahrzeugmodelle. Nach dem Museumsbesuch geht die Fahrt weiter Richtung Stockholm. Die Hauptstadt Schwedens werden wir aber erst am nächsten Morgen erreichen. Wir nutzen die Weiterfahrt am Nachmittag wieder dazu, den Zug von der Straße aus zu begleiten. Ein kurzer Zwischenstopp sollte zum Nachfassen der Wasservorräte genutzt werden. Der Teufel lag hier im Detail. Wasser war da, floss aber nicht von selbst in die Behälter der Speisewagen. Ein Engpass drohte. Jetzt war Organisationstalent gefragt. Wasser fassen musste nun also beim nächsten außerplanmäßigen Halt wiederholt werden. Im Salonwagen wurde währenddessen der Filmbeitrag der TV-Sendung Eisenbahnromantik über die vergessenen und wiedergeborenen schwedischen Dampfloks vorgeführt. Rutger selbst war bei dieser Aktion dabei und gab vor der Aufführung seinen Erlebniskommentar dazu ab. Kurz vor Bastuträsk können wir den Zug beim Überqueren des Rengardsdammen ablichten.
In Bastutresk angekommen, der zweite Versuch des Wasserfassens für die Speisewagen. Diesmal ging aber alles gut, dank Scania Power. Wir fahren auf der Straße weiter mit dem Versuch, den Zug noch einmal im günstigen Filmlicht und Position zu erwischen. Und es hat geklappt. Wenners, dem nächsten kurzen Halt des Zuges, sorgt ein Bahnhilfsfahrzeug bei der Durchfahrt durch den Bahnhof für allgemeine Heiterkeit. Die Reise geht weiter mit einer Nachtfahrt. Am nächsten Morgen erreichen wir Stockholm, die Landeshauptstadt Schwedens. Unser Zug wird im alten Hafen abgestellt. Wir erkunden Stockholm. Stockholm hat rund 870.000 Einwohner. Damit ist die geschichtsträchtige Stadt die größte in Schweden vor Göteborg und Malmö. Im Großraum Stockholm leben etwa 2,1 Millionen Menschen, womit er der größte Ballungsraum Skandinaviens ist. Im 17. Jahrhundert stieg Schweden zur Großmacht auf. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Stadt Stockholm wider. Von 1610 bis 1680 versechsfachte sich die Einwohneranzahl. 1634 wurde Stockholm offiziell zur Hauptstadt des Schwedischen Reiches. Nach dem politischen Aufstieg folgte diesem Ereignis auch bald der wirtschaftliche Aufstieg. In dieser Zeit entstanden auch einige der großen Bauten und Paläste, die die Macht des Landes und seines Adels symbolisieren sollten. Stockholm ist Residenz des Königspaares, Sitz einer Universität und mehrerer Hochschulen. Im Stadtgebiet liegen 14 Inseln, die durch 53 Brücken verbunden sind. Die Gamla Stan mit seinen kleinen Läden und romantischen Gassen ist das historische Herz von Stockholm. Sie besteht im Grunde aus drei direkt aneinander grenzenden Inseln, Stadsholmen, Ritterholmen und Helgeandsholmen und ist Touristenmagnet Nummer 1. Das königliche Schloss, gebaut zwischen 1697 und 1754, liegt auf der Ostseite der Altstadt und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Die königliche Familie allerdings lebt im Schloss Drottningholm auf der Insel Lovö am Rande der Stadt. Beinamen wie Venedig des Nordens, schwimmende Stadt, kleinste Großstadt oder größte Kleinstadt der Welt hat Stockholm schon von begeisterten Besuchern verliehen bekommen. Und wir können das eigentlich auch nur bestätigen. Das Riksdagshuset, das Reichstagsgebäude in Stockholm, ist der Sitz des schwedischen Reichstages. Das Gebäude liegt auf der Insel Helgeandsholmen und wurde zwischen 1897 und 1905 erbaut. Vom Stockholmer Rathaus mit seinem begehbaren Turm in 105 Meter Höhe bekommt man eine wunderschöne Sicht auf die Stadt.
Die Landeshauptstadt beherbergt auch unzählige Museen. Zu den Top 10 gehören unter anderem das Wasermuseum oder aus modernerer Zeit das Appa-Museum. Für Fans von Appa ein Muss. Stockholm hat eine modern geprägte Innenstadt und lädt zum Bummeln oder Shoppen ein. Hier findet man alles, was das Herz von Frau oder Mann begehrt. Viel zu schnell vergehen die Stunden, es ist Abend geworden. Auch jetzt zu später Stunde kann man dem Trubel der Stadt noch viele schöne Momente abbringen. Der vorletzte Tag der Reise führt von Stockholm nach Malmö. Es beginnt der vorletzte Reisetag unserer Rundtour durch Schweden und der beginnt mit einer Verspätung. Die MA403 wurde durch einen Blitzschlag ins Stromnetz der SJ stromlos. Die Akkus waren restlos leer. Als Ersatz kam eine E-Lok von Green Cargo als Vorspann. Weiterfahrt gerettet. So, meine Damen und Herren, dann herzlich willkommen zum Tag 8 an Bord unseres Sonderzuges. Nach dem Verlassen von Stockholm kam ein Hilferuf der Speisewagenbesatzung an die Fahrgäste. Männliche Kartoffelschäler wurden gesucht oder Mittagessen fällt aus. Und das geht gar nicht. Ganz freiwillig kamen sie aber trotzdem nicht. Sie wurden geködert. Mit guten Jäcklein aus Ilmenau. Das erstmal zwei Unbeteiligte vorkosteten. Der Spaß dabei kam aber auch nicht zu kurz. Aufgabe lautete: Figuren schnitzen aus Kartoffeln. Also meine Damen, so geht das mit den Männern. An dieser Stelle wird es auch Zeit, dem gesamten Team der Rennsteigbahn und ganz besonders dem Speisewagenteam ganz herzlich für die geleistete Arbeit zu danken. Das Speisenangebot war obersuper. Die Waage zu Hause wird sich freuen. Also liebe Mädels und natürlich auch die drei Jungs, ihr wart spitze. Und dass sie spitze sind, gaben sie mit guten Tipps und Rezepten im Rahmen eines Cocktail-Lehrgangs im Salonwagen weiter. Es hat allen Spaß gemacht und lecker war es auch, hat mir Fred erzählt, der als Kameramann dabei war. Er war aber auffallend gesprächig, woran das nur lag.
Am Abend erreichen wir Malmö. Nach dem Einchecken im Hotel nutzen wir das Tagesrestlicht aus für einen kleinen Stadtrundgang. Im Stadtzentrum dominiert der Rathausplatz nebst Rathaus. Der große Platz an der Stortorget befindet sich nur wenige Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt und liegt im Altstadtkern von Malmö. Bereits vor 500 Jahren war er als Skandinaviens größter Marktplatz bekannt. Vom Rathausplatz gelangen wir weiter in die Innenstadt, die mit einer Mischung zwischen alten und modernem Baustil geprägt ist. Vom Charakter präsentiert sich Malmö als eine typische Hafenstadt mit internationalem Flair. Mit diesen Bildimpressionen verabschieden wir uns von Malmö, denn die Nacht wird wieder kurz und die Reise in die Heimat bis nach Ilmenau lang. Jetzt heißt es, von Schweden Abschied nehmen. Unsere Reise führt heute über Trelleborg, Sassnitz, Berlin und Bitterfeld nach Ilmenau. Bevor wir Malmö verlassen, kommen alle Fahrgäste des Zuges am Bahnsteig zusammen, um Danke dem schwedischen Team zu sagen. Das ist wieder der Punkt, wo wir nicht nur auf Wiedersehen sagen möchten, sondern uns auch ganz, ganz herzlich bedanken möchten bei allen, die hier so tatkräftig getan haben und dafür gesorgt haben, dass wir so eine wunderschöne Schwedenreise erleben durften. Und ich denke mal, wer das jetzt verinnerlicht hat, was wir in Schweden alles sehen durften, das dauert noch eine Weile, ehe man alles verarbeitet hat. Aber es ist auch der Punkt, wo wir Danke sagen möchten. An alle die an diesem Event teilgehabt haben und die an diesem Event dazu beigetragen haben, dass es so eine schöne Reise geworden ist, genauso wie wir uns vorgestellt haben. Und da wir gedacht haben, alles Mögliche hilft ja nichts, Vitamin B ist immer gut, B wie Bier. Weil wenn er da nämlich eine Flasche trinkt, dann denkt er an uns. Und ich möchte hier nochmal im Namen aller Danke sagen und ich denke, das ist ein Applaus. Ganz besonderes Thank you. Ja. You come to Germany. When I arrive. Ja. 1, 2, 3. When I arrive. Und wir hoffen, dass wir irgendwann in Zukunft noch einmal sehen. Okay. Vielen Dank. Gut, dass ich gut gemacht habe. Pünktlich verlassen wir Malmö in Richtung Trelleborg. Vollgepackt mit vielen Eindrücken verlassen wir Schweden in Richtung Deutschland. Mit der Schiffsverladung unseres Zuges geht das Reiseabenteuer Skandinavien erleben 2016 zu Ende. Pünktlich legt die Fähre ab. Jetzt bleibt Zeit, seinen Reisegedanken nachzuhängen und die Überfahrt zu genießen. Knapp 4 Stunden später haben wir wieder Sassnitz erreicht. Unser Zug wird auf das Festland gezogen.
Wie auch schon bei der Hinfahrt, bringt uns unsere Zuglok, die BR211, standesgemäß nach Hause. Es war eine schöne Reise, voller Abenteuer, Eindrücke und Momente.